Wir haben schon einmal einen Mann gefunden, der schon vor 25 Jahren die erste Kontaktanzeige erfolgreich geschaltet hat. Es ist Herr Harald Pinsky. Ich sehe gerade die Tür. Herr Harald Pinsky, ganz klein, Moment mal bitte. So, komm, rein. Herr Pinsky, Sie haben vor 25 Jahren, Sie dürfen sich setzen. Herr Pinsky, Sie haben vor 25 Jahren schon die erste Kontaktanzeige geschaltet. Wie fühlen Sie sich heute? Meine Frau ist gerade in der Küche schnuckeln. Ein Herr vom Fernsehen. Wir haben Besuch. Passen Sie auf, Sie sitzen auf unserem Kaktus. Herr Pinsky, wie fühlt man sich, wenn man 25 Jahre mit einer Frau verheiratet ist, die man erst auf dem Standesamt kennengelernt hat? Wollen Sie einen Kaffee oder einen Tee? Bei Tageslicht wären meine Kakteen weitaus größer. Ich mach uns mal was zu trinken, damit es gemütlich ja. wird. Ja, danke. Herr Pinsky. Dazu muss ich in die Küche. Ja, Frau Pinsky. Herr Pinsky, meinen Sie nicht, ein Mann wie Sie hätte auch ohne Kontaktanzeige eine Frau gefunden? Nein, das glaube ich nicht. Herr Pinsky, glauben Sie nicht an die Liebe auf den ersten Blick? Schnuckel ist jetzt in der Küche. Wo haben wir denn nur den Tee? Frau Pinsky, was ist, glauben Sie, an die Liebe auf den ersten Blick? Moment, ich bringe erst mal die Getränke. Da kommt meine Gattin. Herr Pinsky, haben Sie diese Wohnung genau wie Ihre Frau auch mit einer Anzeige gefunden? Nein, die Wohnung haben wir geerbt und zwar von meiner Mutter. Ah ja. Wir haben so viel schöne Stunden, Schnuckel und... Entschuldigen Sie! Glauben Sie also an das die... Telefon ja, das Telefon. Glauben Sie also an die Zukunft von Kontaktanzeigen, Herr Pinsky. Was, hallo? Frau Pinsky. Pinsky, es ist für Sie. Ja, klar. Frau, was für mich? Sie. Ah, das Telefon. Ja. Geben Sie mal ganz kurz her. Bitte, was? Wir sind hier... Oh, seien Sie mal gerade still. Wir sind gerade am Drehen. Was passiert denn jetzt hier, bitte schön? Bitte schön, was... Hallo. Was passiert denn jetzt hier? Wir hängen mit unserer Wohnung fest. Ich glaube, hier hängt eine Beziehung.